Tag 4 unserer Frankreich-Tour. Ob man dazu Tour sagen kann, das lassen wir mal dahingestellt. Auf jeden Fall fahren wir hier gerade durch Frankreich. Und wenn ihr wissen wollt, was alles ist, dann bleibt einfach dran. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Ja, ihr kennt den Illo. So ist er unterwegs. Morgens wenigstens mal die Felgen schön geputzt. Das ganze Fahrzeug kann ich natürlich jetzt nicht hier einfach sauber machen, aber das will ich auch gar nicht. Ja, wo sind wir denn hier wieder gelandet? Direkt neben einem Fluss Alache, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, das weiß ich natürlich nicht. Traumhaft schön. Alache, Schlucht, jeder hat es wahrscheinlich schon mal irgendwie gehört. Ich habe schon zu Mops gesagt, komm ey, wir fahren weiter ins Landesinnere rein. Das wäre da auf jeden Fall was. Wir stehen hier am Stellplatz, wir haben auf jeden Fall Strom. Das macht mit dem Thermomix natürlich gerade eben Spaß. Wir haben es noch nicht getestet, wie sehr zieht er uns leer, wenn der Thermomix auf volle Pulle läuft. Aber ich denke mal, da jetzt so bei richtigen Gerichten, die so ein, zwei Stunden da richtig oder eine Stunde auf jeden Fall Gas geben. Und ja, wo sind wir denn hier gelandet? Also wieder hat die Karte, die wir uns dann doch gezogen haben, die hat wieder Sinn gemacht. Und ja, wir konnten die hier nutzen. Diese Karte war ja einmalig für 5 Euro, war sie zu erwerben. Und ja, da vorne ist die Fähr- und Entsorgung. Da machen gerade eben welche ihr Fahrzeug fertig. Die hatten auch zwei Kinder. Der Mian hat hier den ganzen Morgen noch mit denen gespielt. Es ist jetzt 12 Uhr. Wir schaffen es einfach nicht, vor 12 Uhr loszukommen. Ja, hier ist der Automat. Hier die Karte, die kennt ihr wahrscheinlich, ne? Hier muss man dann alles eingeben. 13 Euro haben wir hier für 24 Stunden bezahlt. Das ist okay. Und ja, hier sieht man auf jeden Fall mal, wie groß ist denn dieser Platz? Also 54 Stellplätze mit Strom, das dürfen wir nicht vergessen, mit Fähr- und Entsorgung. Alles ist dabei. Ja, da kann man sich gut einfinden. Das Ganze ist nicht ganz eben. Ja, ein Gruß an die Hubstützenanlage. Hatte heute noch mit jemandem telefoniert, wo ich sagte, ja, die möchte ich nicht missen, weil das ist schon echt Luxus, was wir haben, definitiv. Und wie ich das gerade eben sehe, hier dieses Campingcar, das ist gar nicht nur für Frankreich scheinbar. Also auch, ja, wohin wir auch immer uns treiben lassen, vielleicht geht es wieder nach Italien, Spanien, Portugal, man weiß es ja noch nicht genau. Ja, mal schauen. Und dort könnte man die eventuell auch nutzen. Wir haben sie ja, wir wurden ja quasi dazu gezwungen, dass wir sie haben. Ja, hier gegenüber kann man auf jeden Fall auch rein. Aber das ist halt das, was Mops auch meinte. 2,1 Meter, hier kommst du nur mit einem Pkw rein. Und es scheint so, als wäre gegenüber direkt auch ein Campingplatz, wo man hier auf jeden Fall auch die Sachen nutzen kann. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil so konnte ich ja nach langer Zeit mal abends wieder den Abwasch machen. Und das einfach mal draußen, ne? Das tut dann echt gut, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also hier hat man dann auf jeden Fall ja, fließendes Wasser. Ich habe jetzt nicht hier gespült, ich habe jetzt auch nicht da gespült, ich habe da hinten gespült. Und ja, das scheint, als wäre das auch nochmal ein kleiner Campingplatz hier. Also der ganzen Alache, ich sage es wahrscheinlich falsch, gibt es überall Campingplätze. Klar, die meisten, die sind jetzt schon tatsächlich geschlossen. Hier gibt es auf jeden Fall nochmal eine Waschmöglichkeit. Eine Waschmaschine, auch das steht uns bald wieder bevor. 4,50 Euro, ihr kennt die Kurse. Das ist eigentlich recht günstig auf jeden Fall, das kann man so sagen. Und ja, man hat es nicht weit zum Fluss runter. Der Mian und ich, wir werden hier auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen die Gegend erkunden. Und ja, dann geht's weiter. Ein paar Meterchen haben wir gemacht. Braucht einen Reifenwechsel für Milo und ich dachte mir auch, ey, ich habe euch ja ganz vergessen zu zeigen, wo sind wir denn tatsächlich. Also ich mache es mal groß, erstmal hier oben ist Lyon, hier unten die Küste auf jeden Fall. Scrollen wir das Ganze mal ran und auch hier, das wollte ich euch zeigen. Also hier dieser Adèche, wenn ich es richtig ausschreibe, oh meine Finger sind ganz schön rau.
Auf jeden Fall, hier sind noch ein paar Campingplätze. Hier soll es wohl auch ganz viele Kanutouren und so weiter angeboten werden. Leider ist 14 Grad Regen angesagt. Das macht jetzt gerade nicht Sinn für uns. Aber wir sind vielleicht irgendwann nochmal hier. Und hier ist tatsächlich dann der Stellplatz in St. Martin de l'Alleche. Lacht euch wahrscheinlich kaputt, wie ich das ausspreche. Also alle Campingplätze hier sind zu dieser Jahreszeit. Aber der Stellplatz ist halt offen und das macht auf jeden Fall Sinn. Also falls ihr ja mal wieder einen Platz sucht, hier waren wir auf jeden Fall. Wieder auf Tour. Unsere Anzeige zeigt 17 Grad. Heute habe ich was Längeres an. Die Sonne fehlt, aber es ist trotzdem nicht so kalt. Ja, der Stellplatz, auf dem wir standen, ich sage euch mal den Namen, aber beurteilt jetzt bitte nicht meine Aussprache. Also, ich habe mich ja schon verbrannt. Ich gebe mir Mühe. Und zwar Camping Municipal Le Village. Also Village werde ich auf jeden Fall richtig ausgesprochen haben. Guck mal da vorne, Mopsi, geil das aussieht. Ja, ich schwenke mal direkt rüber. Das meint der Illo da oben, diese Felsen. Das kommt jetzt auf der Kamera nicht ganz so spektakulär rüber. Ja, ich quatsche auf jeden Fall mal weiter. Also wir haben dort sehr gut geschlafen. Das muss man einfach sagen. Es war sehr ruhig. Man hat angenehm geschlafen, alles gut. 13 Euro hat der Illo euch ja auch schon gesagt. Ja. Und ja, diese Karte ist ja wirklich praktisch. Ich hatte auch direkt den Illo gefragt. Ich sage, hat man jetzt dafür wieder hier diese Karte gebraucht? Ja, man hat sie gebraucht. Von daher ist es doch ganz gut. Wir waren gerade kurz einen Zwischenstopp gemacht im Lidl, haben ein bisschen Obst und Gemüse gekauft. Und ja, der Platz war ein bisschen weit vom Schuss. Also wenn ich ehrlich bin, ich bin gestern ein bisschen vertan. Also wir machen ja alles ganz spontan, mit wenig Vorinformationen. So, ja, tappen wir auch hier und da mal ein Fettnäpfchen rein, aber ist dann gut für euch. Ihr könnt da lernen und manchmal ergibt sich halt total was Schönes irgendwie. Also man ist so uninformiert, wie man durchfährt. Und genau. Hier ist jetzt ein Schild 3,5 Tonnen. Aber wir sehen, also, ne, wir sind doch 3,5 Tonnen. Okay, ich glaube, da ist doch der Parkplatz. Zwinker, Zwinker, ja? Ne, liebe Leute. Und vor allem hier steht einer, ein Franzose oder ein Deutscher. Man sieht zum Beispiel in Franzose. Nee, Portugiese. Nee, P. 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 Portugal oder P. Ich glaube, PL ist Polen. Polen, ja. Ne? Ja. Ja. Wieder eine andere Ansicht, ja. Wie haben wir gegessen oder wie war das Essen? Also ich muss sagen, ich fand den Salat gut. Illo, dein Feedback? Ja, war eine Katastrophe. Es war viel zu viel Kohl drin, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber es war jetzt nicht zu klein alles von der Konsistenz, oder? Es geht. Ich glaube jetzt wirklich, also so Tomaten kann man sich sparen, damit die einfach noch groß sind. Gurken kann man sich auch sparen. Aber klar, sowas wie Kohl ist halt Gold wert. Und wir hätten kein Kohl gegessen. Genau. Das muss ich ganz klar sagen. Das habe ich gestern auch zu Illo gesagt. Ich esse gerne Rotkohl im Salat oder so halt. Roh esse ich den wirklich sehr, sehr gerne. Aber wir haben eine Reibe. Ist die Frage, ob man die Reibe vielleicht dann wegmacht. Ja, vielleicht auch wieder. Vielleicht irgendwann nochmal ein Paket in die Heimat schicken mit Sachen, die wir nicht brauchen und unter anderem die Reibe drin. Nein, das Ding ist einfach, wir hatten schon mal Kohl geholt, aber das ist dann immer so eine Sauerei, den zu reiben. Dann hast du rechts und links fliegt der Kohl überall rum. Es ist eine Sauerei und deswegen ist es so gewesen, wir hätten gestern diesen Salat so nicht gegessen mit diesem Kohl. Und das ist ja das Gute daran. Ne? Wir wollen uns sehr gut ernähren, wir möchten die Kinder gut ernähren und von daher hatten wir dann gestern ja an sich ein gutes Essen, auch wenn wir da zu viel Kohl reingemacht haben. Aber das sagte ich zu Illo, sonst hätten wir das auf jeden Fall nicht gegessen. Und das sind doch einfach die Vorteile daran, wie ich dann finde. Ja, ja. Einkaufsleben, Market lese ich gerade eben, also Carrefour, weißt du noch, letztes Mal in Marokko waren wir unterwegs. Und eins wollte ich noch sagen, in den Thermomix, bist du schon wieder am Singen, oder was? Carrefour. Das kommt mir gerade immer. Also wenn ihr beim Carrefour seid, dann kennt ihr das, dass immer dieses Lied dort gesungen wird zwischendurch. Was wolltest du nochmal zum Thermomix ja, sagen? Ja, Thermomix. Ja, wir haben ja bei der Repräsentantin, wo wir uns den geholt haben, die fängt ja von auch dem ganz, Freund, ja. Ja, die fängt ja auch ganz neu an. Und genau, das ist eine frische Ich sollte nochmal Bescheid sagen. Also wenn jemand Interesse hat oder sowas, wir packen nochmal irgendwie die Nummer
irgendwie rein von ihr, vielleicht genau. Hat jemand da Lust drauf oder sowas. So also kann man ja auch jemanden helfen, der neu startet. Das kann sich ja jeder selber aussuchen, aber wir finden es ganz gut. Das ist, die macht das ganz neu und die ist sehr, sehr nett oder die sind sehr, sehr nett und von daher ja, finden wir es cool, dass wir halt durch die unseren Thermomix haben. Wir haben den ja, wie gesagt, gebraucht geholt und ja, wir sind bislang zufrieden. Ja, und wir machen heute Kilometer. Wir machen heute Kilometer. Also nicht so viel. Heute ist Tagesetappe nur noch 1:13. Das war ich ganz entspannt heute. Ja. Ankunftszeit 15.20 Uhr. Das ist eine Wohltat. Ja, gibt es da Strom? Das weiß ich noch nicht. Weil ich möchte ja wieder mit dem Thermomix weiterkochen. Aber wir landen in einer Stadt. Von dort aus kann man mit der Fähre bis nach Marokko. Das kann ich schon mal nur spoilern. Ja, darüber haben wir uns auch schon unterhalten. Ja. Aber wir verraten nicht zu viel. Wir wären ja nicht Illo und Mops, wenn wir euch nicht auf die Folter spannen würden. Ne? Was ist das hier? Land der... Was ist das? Ein Knoblauch habe ich gerade noch gekauft, ne? Ja, kurze Rast am Platz. Haben uns mal hier so hinterm Wohnmobil gestellt. Wir lassen mich aber hier vorne als Speer, sag ich mal, sitzen. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen oder so weiter. Ich habe da ein bisschen was gehört, muss aber auch alles nicht so sein. Und hier ist gerade eben auch ein Mann lang gegangen. Der ging irgendwie von hinten, dann hier links lang, um da vorne weiter. Ich dachte erst, Wohnmobil gehört ihn oder LKW. Also ich will hier nichts Falsches sagen und so weiter. Deswegen sitze ich hier. Mops fühlt sich auch sehr unwohl, aber so habe ich rechts den Spiegel, links hier die Rückfahrkamera und kann nach vorne gucken. Und ja, Mops macht da hinten den Job. Also ja, Milo brauchte mal einen kurzen Reifenwechsel, sage ich es mal ganz lieb. Und ja, gestillt wurde auf jeden Fall. Also wir machen es auch so, dass wir immer anhalten, wenn wir Pipi machen müssen oder sowas. Manche machen es vielleicht, klar, die haben nicht so viel Zeit, 2 Wochen schnell, dann an einen Tag runter nach Spanien, wäre für mich ein Albtraum. Also schon 2-3 Stunden ist für mich echt viel Fahrt. Da habe ich eigentlich nicht so Lust drauf. Und ja, 19 Grad mittlerweile, also 19 Grad. Da kann man tatsächlich nicht sagen, der Durchschnittsverbrauch bleibt bei 11,4. War jetzt auch noch nicht so richtig Wind oder sowas auf der Nase. Also von daher geht es auf jeden Fall. Und ja, hier hat gerade schon 20 Grad auf jeden Fall stehen. Ich würde sagen, weiter geht's. Befürchtet, obwohl wir früh dran sind, voll, komplett voll. Jetzt müssen wir uns natürlich mal einen Kopf machen. Wo können wir? 16.25 Uhr voll. Ja, dann lass mal raus und hier googeln. Ja, da sieht man tatsächlich wieder, wie viele Leute im Süden sind. Ich habe mal ganz kurz hier auf dem Mittelrastplatz Halt gemacht. Müssen uns jetzt neu sortieren, haben jetzt hier was Neues gefunden und ich möchte euch mal hier, also hier ist ja Z. Alles, oh, jetzt habe ich irgendwas hier gedrückt, zeigen. Und hier geht es natürlich so eine Landzunge, oder nicht Landzunge, naja, hier geht es auch durch, hier sind auch Plätze, aber da habe ich jetzt gerade eben nachgeguckt, das sieht irgendwie alles hier, also wir sind jetzt hier, könnten hier durch Set durch und uns hier vielleicht direkt am Strand super idyllisch niederlassen, habe ich aber wieder ein paar schlechte Kommentare gelesen, also ja, manchmal lässt man sich davon ganz schön beeinflussen. Ich würde jetzt einfach den, der ist recht nah an der Autobahn hier dran, den wollen wir mal gucken. Und wenn nicht, hat Mops irgendwie hier einen Bauernhof noch gefunden. Da können wir dann ja auch mal gucken. Ja, da kommen die ersten Bilder hier vom Süden. Und ja, ich wollte jetzt mal direkt tanken. Letzte Mal in Deutschland aufgefüllt. Das Gute ist, das Ganze ist so leicht. Natürlich braucht man hier wieder einen anderen Adapter. Das zeige ich euch auf jeden Fall. Ist auch ein bisschen laut hier. Dazu schließt man erstmal natürlich die Flasche. Er muss ja bei 80% stoppen. Das wird ja dann sofort hier ins Wohnmobilsystem reingehen. Wahrscheinlich müsste er jetzt sofort erkennen, okay, hier ist zu, hier kommt nichts mehr, wenn er jetzt gerade eben was ziehen würde. Deswegen machen wir lieber wieder voll.
Ich kann ja auch nichts erklopfen, ich weiß es nicht. Er stoppt ja bei 80%, deswegen, ich habe ja gesagt, ich will sie immer wieder voll halten. Mal gucken, was reingeht. Ja, ich bin ehrlich, hätte man jetzt noch nicht, aber ich will auch einfach mal ein Gefühl kriegen. Es sind zwar jetzt nur 4,4 Liter, aber was voll ist, ist definitiv wieder voll. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass wir hier einen Platz bekommen. Wir wissen nicht, wie es aussieht. Wir haben gerade schon auf dem Weg einen Parkplatz gesehen, der von Campern belagert wurde. Da haben wir schon überlegt, Mensch, sollen wir hier bleiben? Ist ja ganz kostenlos. Aber irgendwie dachten wir uns, nee, du sagst irgendwie, nee, lass mal. Da waren jetzt auch nur Franzosen und keine Deutschen, waren auch keine Kinder gewesen. Klar, wir sind jetzt hier auf der Durchreise, aber trotzdem wäre es ja schön für Mian, wenn da Spielepartner sind. Ja, drückt uns doch mal die Daumen, dass wir jetzt hier ein Plätzchen bekommen. Mittlerweile ist es 17.20 Uhr. Ihr seht, so langsam kommt auch die Dunkelheit mit ins Spiel. Es sieht schon ja, relativ voll aus. Oh, hier ist wieder mit dieser Karte, wie ihr seht, dieses Zeichen. Die Karte, ne? Ja? Ja, aber ist jetzt noch ein Platz? Ist jetzt frei. Lieber erst gucken, ob es wahrscheinlich nicht zuerst gucken gehen, oder? Nee, da wird frei sein. Guck mal da hinten. Ich glaube, da ist frei. Da. Sicher? Da sieht es mir frei aus. Okay, dann fahren wir doch lieber erst ja, mal gucken, okay. Ey, bevor wir hier doch nochmal... Nein, guck mal, da hinten kommt einer. Der könnte dann nee, der klaut Platz uns das. Illo. Mach jetzt keinen Scheiß ja, hier. Ja, wenn nicht, stehen wir draußen. Ja, klar. Aber guck mal. Ja. Ah doch, da ist noch was. Siehst du, habe ich doch gesagt. Genau, habe ich einer. Doch gesagt. Illo. Das ist unsere. Oh, die guckt jetzt, Illo. Die nein, guckt. Nein, guck mal, hier ist noch eine. Also zwei sind jetzt. Achso, ich habe nur einen gesehen. Aber so einen vollen Platz, das macht. Guck mal, du, neben den Deutschen. Ich fühle mich immer wohl unter Campern. Wie geht's euch? Also ich bin nicht die Person, ja, die idyllisch allein stehen muss. Weil ich bin gerne unter Menschen. Weil wir sind ja schon immer 24-7 alleine. Ja. Und von daher bin ich froh, wenn ich mal unter Menschen bin. Und ich fühle mich auch einfach sicherer. Und Camper sind doch nette, freundliche Leute, also das haben wir immer die Erfahrung gemacht, von daher, ja, sind wir gern an Bord und guckt euch mal den schönen Himmel an, die Farbe, das sieht doch wirklich sehr idyllisch aus und der Platz hier sieht auch nicht verkehrt aus. Ich habe schon gesehen, da ist so eine Art Klettergerüst, guckt euch mal wirklich die Sonne an, schön, oder? Naja, wir sind wieder im Süden, das ist gut und der Platz, da sind viele Spieleaktivitätsmöglichkeiten dabei. Ich würde jetzt aber sagen, ich schicke Mops raus, dass sie einmal kurz bezahlt. Wie? Was? Wir haben noch die Karte. Ja, ja, aber die muss man jedes Mal dann erst bezahlen, bevor man auch. Guck mal, die zeigt schon so, macht sie so, Ja, doch, wir kennen uns, lass uns doch vor, wir haben eine Karte. Vor allem dahinter kommt noch ein Camper, wir haben jetzt vielleicht echt Glück, also Mops. Was? Null? Was? No Parkplatz. Ja, zero. Zero. Oh. Oh. Oh no. Oh, Illo kann auf einmal Französisch. Ja, ja, ganz schnell kann ich Zero, Französisch. Zero. Ja, die sagt quasi Zero, also keiner wird mehr reingelassen. Aber da ist doch noch ein Platz. Ja, wenn ich muss wir mal müssen mal, es selber versuchen. Wenn ich müssen wir mal davor parken, aber das machen wir echt nicht gern. Wir wollen ja auch Geld zahlen, aber was sollen wir machen? Also Geld zahlen wollen wir nicht unbedingt, aber ja, wir wollen hier gut und sicher stehen. Und Mensch, guckt euch den Sonnenstand an. Ne? Also ich bin gerade froh, der Milo schläft gerade wieder, ist eingeschlafen, weswegen ich hier vorne bin. Ja, ganz und, ehrlich, da müssen wir jetzt irgendwie improvisieren, ne? Irgendwie habe ich keinen Bock mehr, Leute. Ja. Luke, stell dich mal hier rechts hin vielleicht, bevor die Dame sich jetzt hier hinstellt. Nein, mit ihrem Meriba. Auch mal. Man will ja immer selber aber sehen. Aber trotzdem würde ich mich jetzt da provisorisch erstmal hinstellen, Illo. Ne, jetzt voll. Ja, ich glaube, das hier ist so eine Campervermietung. Das läuft zwar unter hier diese Freeway-Camper. Vielleicht, weil wir die Karte haben. Vielleicht kommen wir doch rein. Nein, wir stellen uns jetzt einfach hier vor, was sollen wir machen, ne? Ich würde mich, wenn hier rechts hinstellen, teste doch mal. Park von rechts, also da wird auf jeden Fall noch Licht sein. Tschüssi. Die Dame sah sehr freundlich aus, aber die hat Plan, die weiß, wo sie hinfahren soll, die kennt sie ja aus. Nee, die stellt sich jetzt auch hier draußen hin, die sagt, okay, dann spare ich mir halt die Kohle, den Strom ziehe ich mir trotzdem, obwohl was? Wir brauchen gar keinen Strom, nein, wir brauchen gar keinen Strom. Ich wollte gerade sagen, so abgefuckt können wir aber nicht sein. Naja. Wir haben sicher uns jetzt hier mal ein gutes Plätzchen. Ihr, die Kameraden, uns da jetzt auch noch das gute Plätzchen. Nein, Illo, wir stellen uns jetzt am Rand, aber die haben auch ja, ein Kind dabei, die müssen halt auch die wollen sich auch am Rand hinstellen, ne? Ja. Ja, die haben auch ein Kind. Oh nee, es ist ja, echt wir blöd, gerade mit Kind. Wir und müssen echt, jetzt handeln, wir stellen heute, draußen. Heute, wo wir mal früh ja, dran sind. Ja, ich fahre jetzt auch nicht mehr. Also die Tage kamen circa bei diesem Level an oder etwas früher, aber der eine, da wären wir echt sehr, sehr früh dran gewesen, ne? Und dann sowas. Aber wir können ihnen sagen, voll. Da vorne steht doch einer. Ja, zwei sehe ich da frei, aber
stelle uns jetzt hier am Rand hin. So spart man auch Geld, ne? Für 0 Euro. So spart man auch Geld. Betriebsgeschichte. Ne? Ich glaube nicht, dass die Dame, wird weiterfahren. Ich glaube nicht. Doch, guck mal, die hat noch Licht an. Ja, wir fahren nicht weiter. Wir stellen uns jetzt auf jeden Fall erstmal hier hin. Genau. Und da vorne, da Leute, da ist auch ein Platz dazwischen. Da ist ein Platz, hier vorne ist noch ein Platz. Ja. Da, Wir gucken mal. Ja, wie bereits zu Illo gesagt, die Dame fährt weiter. Ja, Illo guckt gerade eben was, aber er will noch die Lage checken. Also wie gesagt, wir haben 2 Plätze gesehen. Lasst uns doch rein. Ich habe hier so einen Bauern gesehen, aber da oder irgendwie so, was heißt Bauer, aber das sind, dann ist das von privat bei jemandem auf dem Grundstück. Aber die werden nicht so viele Plätze wie hier haben. Und ich habe jetzt Sorge, wir fahren dahin, dann ist da auch voll und dann ist dunkel. Und ja, ich gehe gleich mal mit meiner Karte hin auf jeden Fall. Ich muss noch ganz kurz hier was abschicken und dann werde ich das auf jeden Fall mal machen. Illo, Essen ist jetzt genau das Richtige, ne? Ja, ich bin so im Zwiespalt. Hier vorne waren gerade Leute mit diesem Leihfahrzeug. Die haben uns auch tatsächlich erkannt, also Mops haben sie auf jeden Fall erkannt. Mit dem Kastenwagen. Und die fahren jetzt noch mal irgendwie 50 Minuten weiter. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel Sinn macht das im Dunkeln. 50 Minuten, ja, das ist ja... Dieser Bauernhof ist jetzt 10 Minuten von hier entfernt. Eigentlich könnte man jetzt noch mal die Rutsche machen. Ich fühle mich jetzt auch echt ein bisschen schlecht. Und was hat es wohl mit den... Also du hast selber geguckt und... Ja, ich habe geguckt. Also er ist ausgebucht und dann sind wohl irgendwie die restlichen Plätze sind halt schon vorgebucht. Also man kann bei der ganzen Sache tatsächlich auch vorbuchen. Sich den Platz sichern. Und dann kommst du irgendwann nachts an. Das ist natürlich super. Ja, weiß ich auch nicht. Wir wollten den eigentlich nicht freistehen. Da vorne der Parkplatz war quasi der, noch. Der Illo, der isst erst mein Rohr. Ich bin die ganze Zeit da vorne. Ich bin Achso, hast du nicht gegessen? Ja, heute hatten wir so viel Zeit und so viel Platz und dann sowas Ärgerliches. Aber wisst ihr, was ich komisch finde, Leute, muss ich sagen? Sonst sagt der Illo sowas nicht und heute sind wir früh dran, dann sagt er noch, hinterher haben wir keinen Platz. Du hast schon im Urin, ne? Ja, ich habe das morgens schon auf der Schüssel gemerkt, wahrscheinlich. Ja, ich habe jetzt hier gerade einen voll integrierten Franzosen gesehen und war natürlich sofort interessiert, ob er auch so das Problem hat wie wir. Und dann guckte ich, ja, und die Schranke ist wirklich hochgegangen. Mhm. Also der hat anscheinend dann vorreserviert, was wir jetzt auch gar nicht wussten. Also von da aus die Info an euch, also man kann wohl vorreservieren. Mhm. Jetzt sagt der Illo schon, ja, vielleicht sollen wir doch zum Bauernhof fahren und wenn da nichts ist, bleiben wir hier stehen. Jetzt ist aber echt die Frage, lohnt sich das? Jetzt da hinzufahren, dann ist es ganz dunkel, sich dann wieder herzustellen. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, beim Bauern wird nichts mehr frei sein. Deswegen ist wahrscheinlich auch schon da hinten der Parkplatz, was kein Stellplatz ist, auch schon voll gewesen. Der war auch schon voll gewesen und hier ist auch voll. Ich glaube, und dieser Bauer da oder die Privaten, die werden 1-2 Plätze haben. Ich glaube, da fahren wir ins Leere. Ja, also wir machen Werbung hier für den Platz. Also wir zeigen euch, wo der ist und so weiter. Vielleicht habt ihr bald Glück. Und vielleicht muss man vom Karma dann auch sagen, okay... Bleibt man draußen stehen, ist es assi? Ja, ist es assi? Vielleicht ein bisschen. Was sollen wir machen? Wir können jetzt hier nicht mit den Kindern noch 10 Jahre rumfahren. Das geht jetzt nicht. Ja, wir sind echt früh, aber okay, es wird vielleicht gehen. Ja, aber wir können jetzt persönlich keine 50 Minuten mehr fahren, im Dunkeln ankommen und dann wissen wir auch nicht, ob wir irgendwo einen Platz kriegen. Wir haben nur mal 2 Kinder und irgendwann ist Schluss, ne? Ist immer interessant bei uns irgendwie. Ja. Oder? Doof. Ja, ist auf jeden Fall irgendwie blöd, ne? Aber was willst du machen? So ist es halt, ne? Ob wir jetzt noch weitergefahren sind oder ob wir hier geblieben sind, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Einschalten, 18 Uhr, hier bei Illo & Mops. Bis dann. Ciao.